Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity 2, Deadfire. Ja, wir sind in den super tollen Gräbern, um dort... nein, unterhalb der Takas nicht, um den Schädel der Matrone zu finden. So, die super Frage ist jetzt nur, wo könnte dieser Schädel sein? Ja, und schleichen, während Xoti die Laterne hat, ist sehr unauffällig. Also hier ist schon mal alles leer. Ja, da ist Berats Champion-Gruft. Da wäre nur der Ausgang. Ja, da ist unser Berater. Althaeus, Bruder. Wie sieht es aus, Bruder? Du hast dich selbst geopfert, um diese heilige Waffe zu bewachen? Es war eine harsche Choice, aber ich habe es. Das Weapon kann nicht be allowed out in Aeora. Okay. Oh, wobei. Althaeus, Bruder. Aye. Das Weapon kann nicht be allowed out in Aeora. Needed to ward it for all time. Think you're deserving, do you? But in what way should I trust you now? Ah, Connor, what are you seeking to learn? Nö. Nix Neues hier wirklich. Und da liegt der Schädel jetzt einfach rum. Ja, da liegt der Schädel einfach rum. Okay, Anlauf ist ein bisschen... Bisschen arg tot. So. Ohne dass Adolf drauf geht. Yay. So viel dazu. So, die Heilsicherheitshalber mal alle. Okay, jetzt ist Xoti ziemlich angeschlagen. Okay, Alof ist down. So, die ist auch wieder fast down. Ja.
Don't think so. Ooh, that must have hurt. Hey, ich bin mal vor Fenrir draufgegangen. Aber wir schaffen das noch. Außer da kommt noch eine dritte Welle. Das wäre ärgerlich. Nö, war keine dritte Welle. Jede Menge lebender Stahl. Und Knochen. Und Ausrüstung. Why not? Gut, das heißt, wir können hier eigentlich wieder raus. Ich habe den Schild der Matrone in den hängenden Grabkammern gefunden. Jedoch nicht ohne einige unerwartete Schwierigkeiten. Um auf seine spirituelle Geschichte zuzugreifen, muss ich ihn in das Becken der Erinnerung legen. Ja, ich habe jetzt 3 mit klaffenden Wunden, oder? Ja. Aber das ist nichts, was wir nicht wegheilen können. Hoffen wir einfach mal, dass der nächste Kampf nicht ganz so gemein wird. Also ja, ich konnte den Kampf einfach zu Beginn nicht wirklich ernst nehmen, weil ich gedacht habe, es spawnen nur ein paar olle Skelette und der eine, die 2 stärkeren da, der eine Bogenschütze und der Todesritter. Aber nö, dann kam noch eine zweite Welle inklusive Nekromant. Und totem Nekromant. So, dann zurück in die Messing-Zitadelle. Ich habe nämlich mal nachgeguckt. Das Herz ist wirklich in der Messing-Zitadelle, aber... Da, wo man nicht mal drauf kommt, dass es sein könnte. Nämlich wirklich im Büro des Flottenkommandanten. Natürlich mal kurz gucken. Ja, kehre mit der weniger instabilen Spule zur Neale zurück. Yes, absolutely. Of course. So, Herz des Titanen erhalten. I'm here. Da wirst du mal aber auch wirklich drauf kommen, dass das in dieser Truhe liegt. Ich meine, okay, in der Beschreibung steht, dass es in der Messing-Zitadelle in einer Festung aus Messing ist. Das ist, da kommt dann nur die Messing-Zitadelle in Frage. You certainly seem cheerful lately. Sleeping better, I hope? Sure am. Been sleeping like a newborn babe. But, less fussy. I don't suppose you could share your secret. I rarely get a decent night on the ship.
Oh, it's easy. You just gotta get the tar shocked out of you when you dump a bunch of souls into a luminous Audra pillar. Also, Alof und Xotia haben über Schlafprobleme. Alof, du wirkst in letzter Zeit aber gut gelaunt. Ich hoffe, du schläfst besser, meint Xotia. Und ob, ich schlafe wie ein Neugeborenes, aber eher ohne das dauernde Schreien in der Nacht. Dann fragt Alof, du kannst mir nicht zufällig dein Geheimnis verraten. Ich bekomme auf dem Schiff kaum eine Mütze voll Schlaf. Und Xotia darauf, oh, das ist einfach. Du musst einfach nur so richtig durch die Mangel gedreht werden, wenn du eine Ladung Seelen in eine Säule durch den Adras gibst. Ja, als ob das jeden Tag vorkommt. Der Schlund. Ja, gehen wir gleich ins Gewölbe. Vom Gewölbe kommen wir ja nach unten. Also hier rüber. Über die super Abkürzung hier. So. Und dann in die Altstadtruinen. So, und hier in den Altstadtruinen müssen wir nur die Gegner finden, die die Perle bewachen. Es ist nur die Frage, wo sie in diesem Gebiet sind. Es ist irgendwo beim Wasser. Das könnte hier drüben zum Beispiel sein. Und was halt nervig hier an diesem Loch ist, sind die ganzen Leichen, die Gestank verursachen. Ja, die erkrankt machen. Aber nee, sieht nicht so aus, als ob es hier wäre. Ja, erkrankt macht wirklich Schaden. Nee, erkrankt zieht Leben ab. Ich nehme immer noch an, dass sie in der Altstadt sind. Also erkrankt verringert die Max-HP. Und wenn wir da nicht mehr erkrankt sind, dann kriegen wir die Max-HP wieder zurück, aber müssen auch wieder hochgeheilt werden. Ja, das nächste Problem ist, der Bereich hier ist auch recht groß. Ja, Klippenstufen, Altstadtruinen, Kammer der Gezeiten.
Und ja, das muss irgendwo hier unten sein.